mich in Ruhe. Schöner. Lasst mich in Ruhe. Kein Bock. Lasst mich in Ruhe. Nein! Nicht schon wieder. Alter, ey. Musstet ihr die Zombie-Pikmin anschlagen, ey? Nein, das war doch nicht mit Absicht. Mann! Oh. Schon wieder, ey. Ich will nur meine Items haben. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Mit Pech sind sie gleich weg. Ja, nee, ich selber. Also, ja, dann hilft mir doch mal und steht nicht dumm rum hier. Ich steh nicht doof rum. Ich baue das Alchemielabor. Mann, fertig. Ey. Das Alchemielabor. Ist das nicht so? Alter. Ich weiß ja auch nie, wo deine Items leben. Ja, dann komm doch mal mit. Ja, wenn mich die ganzen Gassen auf den Rang greifen. Ja, ja, ich bin einfach rausgesprungen und bin trotzdem angekommen. Also, steh nicht dumm rum da. Wo bist du? Ich bin ja gerade im Portal drin. Plopp. Aua. So. Folge. Vorsicht, Guest. Au, au, Feuer. Ich brenne. Oh, super, jetzt das. Ich könnte jetzt. Ich glaube, die greifen uns jetzt immer an. Vorsicht, Guest! Nicht Gäste. Sammy Pigman. Nein, die greifen nicht immer an, so, bis du alle getötet hast und die wieder respawnen. Ach. Komm, hier lang. Hier die Treppe hoch. Kommst du? Gut. Und jetzt Vorsicht, zu Sammy Pigman. Das sind noch meine Items. Vorsicht! Wow! Rechts, da lang, da hinten. Da, pass auf, Sammy Pigman! Alter, Hilfe! So. Hier, mein Essen und alles. Da liegen noch Items. So. Wie, das ist alles? Anscheinend. Fackel. Ich glaube, nach fünf Minuten verschwinden die Items. Warte mal. Fox, ich habe auch ein paar von dir aufgehoben. Hm. So, ich hoffe, hier sind wir sicher. Zack, hier. Hilf mir! Ist gut jetzt. Oder zumindest essen, aber. So, ich glaube so. Hast du noch Stein dabei? Wenig. Na komm schon, ich heiß Gegner. Ach Mann, ey, super. So viel zu den Erfahrungspunkten, die habe ich jetzt verloren, na toll. Boah, Franzi, ich konnte mich schön in deinen Tunnel retten. Ach, dein ja. Liegt auf deinem Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, deswegen kann ich euch gar nicht helfen. Und da die Gäste vor unserem Haus kampieren, kann ich auch nichts tun. Tja. Ich wollte eigentlich nur diese verfickten braunen Pilze, aber nein, da musste sich ja so ein verdammter Zombie-Pigman hinstellen, ey. Ich wollte nur diese blöden Pilze haben. Gibt es schon wieder neue Gegner? Nein, Zombie-Pigman gibt's schon lange. Nee, im Nether schon die ganze Zeit. Ich wollte nur diese blöden... im Nether! Nee, überhaupt nicht! Ach so. Mein Gott. Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Was ist denn das da hinten? Das ist noch am Laden. Ich glaube, ich habe noch eine Festung gefunden. Schon oder? Ja. Oder es gibt maximal 3 pro Welt. Oder ein Turm oder so, was weiß ich. Scheint eine Art Turm zu sein. Oh, welcher Volldepp von euch hat die ganzen Gäste zu uns hingelockt? Ich nicht, die spawnen noch meistens nicht. Meine ganzen Items. Tja, Rache ist süß, ne? So, ich habe ein paar für dich auch eingesammelt. So, ja, eigentlich müssten die hier verteilt, überall liegen. Ja, ich habe einige schon eingesammelt. Ach du fuck. Tja, die Axt ist weg, die eine. Wie ist ein klingonisches Sprichwort? Die Rache ist am besten, wenn sie kalt serviert wird. Also das ist klingonisch! Ich bin tot. Versuch dir in Lava zu schwimmen, na dann schwimm mal schön, ne? Ey, ich kann nichts dafür, wenn der Gast mich da reinschießt. Wir brauchen also mehr Netherrack oder was das Ding heißt hier. Was? Dann machen wir die Feuerresistenz.
Und dann machen wir die Dauer hoch und dann machen wir die Funktion hoch. Dann können wir durch Wasser, durch Lava schwimmen. Oh! Heiß! Mein Herz rast, Marvin, ich hab deine Sachen. Kannst du die in die Truhe packen, die im Nether ist? Die habe ich auch umgestellt. Weißt du, was richtig cool sein würde, wenn sie mal einen Netherdrachen reinmachen würden? Oh Gott, das wär's. Au! Fuck, ey. Das wär's noch, ey, dann würde ich so ein. Komm mal, Alter, das Kohle gehörte mir. So, hier. Was für ein Drachen meint ihr denn? Also, so wie der Enderdrache. Ein roter Drache soll kommen. Hast du noch irgendwas gehabt, deine Tasche? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber noch nicht. Nee, ich hatte eigentlich noch eine Silberspitzhacke, aber egal. Also, ein roter Drache sollte eigentlich kommen, aber der ist dann passiv. Der ist nicht wie der Enderdrache. Ich bin da mit einem halben Herz da reingefallen. Also, ich wundere, warum da jetzt dieser kleine Kammer ist. Oh, egal, die Kammer kann man positiv nutzen. Hi! Hi, ihr beiden. Apropos, hier, eure Tür, die ich mal so mitgenommen hab, ne? Da. Du Dieb! Was wird das jetzt? Das, keine Ahnung. Ich geh wieder in die normale Welt, ich hab mir zu. Folterkammer, ne? Moment. Ach ja, ich könnte auch das Achievement gebrauchen mit diesem Zaubertisch. Das habe ich selber noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Fox, du stehst irgendwie im Portal im Weg. Ich lade auch gerade erst. So, jetzt. Oh Gott. Beweg dich. Oder soll ich dich hauen? Nee, du bist wieder zurück. Oh, es wird dunkel. So. Halleluja. Da, kann man die Gäste auch hauen? Wenn du sie mit einem Pfeil abschießen kannst, dann ja. Zur Pfeile reichen, meistens. Also, ansonsten kannst du auch versuchen, deren Feuerattacken zurückzuschleudern. Das bringt dir ein Achievement ein, deswegen. Das will ich ja versuchen zu erreichen, was aber nicht so leicht ist. Mhm. Ja, meinst du, ich bin auch dabei. So, Scheiß verpackter Gäste. So viel zur Übersetzung. Ich geh gleich hin und aktualisiere das mal. Für später. Marvin, wäre es nicht vom Vorteil gewesen, wenn du deine Sachen in die Kiste noch gelagert hättest? Ach, ich wollte eigentlich was anderes machen. Nicht Mods, deutsche Übersetzung, 1.0V, ENUS, genau. Ich nehme lieber die eigene Übersetzung als irgendeine Übersetzung aus dem Minecraft-Forum. Obwohl das vielleicht doch besser wäre, aber naja, egal. Alter, hier brennt alles! So, ging in Flammen auf, ist verbrannt, versucht in Lava zu schwimmen. Man schickt den Lavant, ist verhungert, berührte den Boden zu hart, fiel aus der Welt, starb, explodierte, wurde durch Energie getötet, wurde von. Lohes Feuerball getroffen. Wurde geschlagen von. Irgendwas verstanden, irgendwas wegen Honigkugel bei so einem Teil, ey. Also, Flamme auf, ist verbrannt, versucht in Lava zu schwimmen, erstickt in der Wand. Getrunken, ist verhungert, wurde zu Tode gestochen. Ich konnte mich wenigstens in die Höllenfestung retten. Wurde geschlachtet von. Wurde geschlachtet vom Zombie Pigman, dann eher vom, nicht von. Gut. Boah, freue ich mich. Nicht. Das war eigentlich ironisch. Ey, Leute, ich habe eine Frage an euch. Kann das vielleicht sein, dass ihr ein bisschen den Neto untersuchen tut? In Nether. Das heißt Nether eigentlich. Oder Hölle. Oder das. Schon wieder ist Java abgeschmiert. Ich hasse das. Von irgendwem habe ich die Schere eingesammelt. Wessen Schere ist das? Meine, ich habe sie aus meinem Inventar geworfen, damit ich Marvins Sachen einsammeln kann.
Ach so, na dann. Ich geb's dir, aber fertig, wenn ich dich wiedersehe. Ja. Na, verdammt, meine Höllenzäune hatte ich noch. Naja, egal. So, Netherstein und normales Stein. Stirb, ihr Wichser. Nee, Zensur. Fox, bist du gerade in dein Haus hier, oder? Yes, my princess. Oh, nicht mein Schärchen. But your princess is in another castle. Schade. Danke. Ich baue mal ein bisschen in die Höllenfestung ein bisschen um, ne? Ja, Franzi, willst du mir jetzt bei diesem Turm helfen da? Ach so. Ach, kann sein, dass ihr einen Turm gefunden habt mit einem Lö-Spawner oder wie sie auf Deutsch heißen, keine Ahnung. Lohe heißen die. Ach so. L-O-H-E. Na, dann eben Lohe. Fox, ich helfe dir gleich, ja? Lohe-Spawner oder wie es auch heißt, ne? Keine Ahnung, also, wie gesagt, ich hab mal einen zweiten Turm gefunden, aber den können wir später ja auch untersuchen. Ich mache jetzt mal hier nur meinen Aussichtsturm hier. Ich nehme noch ein paar Steine mit, dann kann ich noch die Außenwand aktualisieren. Fox, darf ich mein Haus niederbrennen? Naja. Nee, schau mir das mal an. Also was die Holzblöcke anbelangt, ist das okay, aber die Holzstämme wäre gut abzubauen, weil dann kriegst du... Ich weiß. Also die Holzstämme abreißen, aber... Da hatte ich eh so vor dann. Achte mal bitte drauf, dass dass keine Bäume in der Nähe sind. Ja, ich weiß. Oder dieses hohe Gras, das hat bei mir auch schon mal vorher geleitet. Oh, ja. Dann glaube ich, ist es besser, das nicht abzufackeln. Weil bei mir ist kein hohes Gras mehr dabei. Ich hatte das ja wegen den, wo wir noch auf der Seed-Suche waren, alles abgerissen. So. Steinhacke. Jetzt mache ich es. Na, ich brauche eine Axt. Nein. Spielt eigentlich mit Axt als eigentlich den Bösen oder den Guten? Marvin. Bitte was? Mit Axt ist den Guten oder den Bösen? Du spielst eigentlich den Guten. Ne? Ja. Wem gehört eigentlich dieses Steinhaus mit dem Glasdach da? Sunny, meine ich. Und wo wohnt sie? In dem Holzhaus oder wie? Wozu hat sie dann zwei Häuser? Keine Ahnung. Du weißt es. Alter, ich werde mein Haus gleich aus Netherstone bauen. Okay. Aber aus dem Brick. Na denn. Wow! You say it, dude. Wow! Wo ist der? Guest? Klopp. Nein, dieser Lo. Wie auch immer so heißt. Die Lohe, würde ich mal sagen. Mistviecher. Deine Mutter ist ein Loh. Jupp, das sind richtige Mistviecher, kann ich dir sagen. Ups, da ist gerade eine Treppe baden gegangen. Warte mal. G-Slash. Hoffentlich geht das Comment. Fuck. Kann einer von euch kurz in die Hölle gehen? Deswegen? Damit ich mich zum Tor porten kann. Ja, mach ich schon. Ach, okay. Bist du wieder in Lebensgefahr? Oh, nein, um mich herum sind nur 20 Zombie-Pigmen. Und über mir fliegen nur 3 Gäste. Und hinter mir sind auch kein Schuh. No TP. Nee, du teleportest nicht zu dir. Flux Destroyer. Ach, verdammt, jetzt habe ich da geschrieben. Destroyer. Fione. Dankeschön. Alter, und sofort zurück, ey. Da wurde mir das schon zu heftig. You saved his ass. Ass. Vielen lieben Fang, das habe ich mir gleich gedenkt und einen schönen Day noch. Ey.
And have a good day. Sorry, Mario, but your princess is in another castle. Not again. Und dann wieder. So. Oh. Meins. Ups. Warum macht ihr die Treppen nicht so? So, also. Hast du eine andere Idee? Ja. Die da wäre. Ich meine Holz nicht. Warte mal. Also ich habe genug Holz. Kannst du solche Holzhälften machen? Wooden Slabs? Also Holztreppen? Nein, nicht Holztreppen, die Hälfte. Kannst du mir helfen, mit meinem Haus abzufahren? Weil dann kannst du dir das Holz, das normale Holz einstecken. Kann ich gleich eins nach dem anderen, ich muss das mal hier. Muss mal wohin, bis gleich. Autsch. So. Holzhälften, ja, dann muss ich mal. Da müssen wir erstmal Marvins Haus abreißen. Dann habt ihr genügend Holz. Attacke! Attacke auf Marvin! Auf mein Haus, meinst du? Attacke auf Marvin! Da ist er! Ha! Killed with the axe! Ist eigentlich noch PvP an? Natürlich! Ja. Für die ganze Zeit. Oh. Franzi! Aber mein Bett, das möchte ich gerne selber behalten. Das ist klar. Das kriegt ja auch gerne. Aber ihr könnt es auch ruhig abbauen. Erstmal und dann irgendwo reinpacken, wo es nicht vom Feuer attackiert werden kann. Können Kisten eigentlich brennen? Nein. Gut, okay. Dann würde ich sagen, kann einer von euch gleich mein Bett in die Kiste packen? Okay, das hört sich jetzt sehr falsch an. Aber wir als Minecraft-Experten wissen natürlich, was gemeint ist. So ganz nebenbei, ne? Outen wir uns als Minecraft-Experten hier, ne? Hoffelkopter. Den musste ich jetzt einfach bringen. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Tja, das wird wieder Aufnahmen geben, aber leider erst ab nächster Woche. Meinst du? Weil meine Axt ist flöten gegangen. Mit anderen Worten, du wirst dann Upload-Marathon machen. Erst das Wochenende über. Es sei denn, ich kann meine Mutter überreden, den Laptop wieder mitzunehmen. Weil jetzt hat sie ja wieder eine eigene Kiste, die läuft. Und. Oh, sorry. Beinahe hätte ich dir die Axt ins Gesicht geschlagen. Ich auch. ein neuer Splatter-Effekt. Eine Axt ins Gesicht. Geil, ist jetzt noch die Frage, wir kommen jetzt nach oben. Wie soll ich? Ich bin noch oben, den Rest fackeln wir ja eh ab. So, wo ist dein Bett? Da hier oben. So, hab schon. Du wirst mal runter. Und? Brenne. Kommen wir gleich wieder, ich hole mir nur eine weitere Axt. So. Kannst auch direkt das Feuerzeug mitbringen? Naja, ich bin da ein bisschen vorsichtig, was das anbelangt. Bei dir mache ich was. Weil wenn, dann kann man das nur schwer wieder kontrollieren, das weißt du, ne? Oh Gott. Dann in der ersten Map da, wo der Riesenwaldbrand ausgebrochen ist, oh Gott. Wir haben doch schon unsere Erfahrungen. Ich sag, der Rest wird abgefackelt, also lass doch ein bisschen was übrig. Ja, ich will aber da oben das machen, weil das kein Feuer fängt. Und so, was bereit zum Brennen. Und was ist mit dieser kleinen Mine da? Meinst du, die kann nicht brennen? Nein, die da wird das Feuer nicht mehr so weit hinreichen. Ich mach trotzdem eine kleine Schutzwand. So, dann nimm hier deine Kiste, deinen Ofen und deine Werkbank und deine Tür. Das Problem ist, den Ofen, der Kiste, da habe ich keinen Platz mehr für. Ich muss irgendwie hoch, Moment. Warte mal, ich hätte noch Platz, soll ich einstecken? Warte, ich packe einfach erstmal alles in die leeren Alchemiekisten. Okay. 3, 4, 5, das müsste ausreichen. So.
Ich muss irgendwie hoch, deswegen. Achso. Also, yep, das willst du von oben an, anzünden, ne? Yep. Gut. So. Ein Moment, just a moment. Meint ihr nicht, dass ihr es jetzt ein bisschen übertreibt? Nö. Das muss gefeiert werden. Okay. Hau auf, Kacke. Nicht bildlich gesehen. Und jetzt muss auch der untere Teil wegburnen. Eins nach dem anderen. Brenner. Man sieht aber nichts. Doch, von hier oben sieht man was. Oh. Tja. Ich bin schlau. Weil ich ein Fuchs bin. Mithilfe. Wie ereignislos, ne? No. Und dazu noch Minecraft-Musik, ne? Nein. Wie heißt? Naruto. Dün, 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 ihr wisst schon. Dün, 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 dün. Ich bin der Einzige, der sich im Sitz gemacht hat. Ich hab keine mehr. Musst du gerade dringend? Ich hab mir nur einen Stuhl gemacht. Gehst du da weg? Die will ich auch. Woher hast du die? das Feuer ist aus Fox unten. Das Feuer ist aus Fox unten. Hä? Komm mit gar nicht mehr, bin ich stopp. Bitte. And it burns, burns, burns. The ring, the ring of fire. Fire. The ring of fire. Was machst du da? Kacken. Weißt du? Axt in den Kopf. Aua. Fall ins Gesicht.